Dias aus Espinosa. Bin krank. Oh, ich kann halt nicht laufen. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann. Wenn nicht, muss ich da gegenüber in die andere gehen. Camino Burnout. Heutige Etappe. Bett, Toilette und zurück. Ja, so sieht's aus hier am Morgen in Espinosa, in der Alberge, Casa Las Almas. Ja, Gott sei Dank kann ich noch einen Tag hier bleiben. Vielleicht ist morgen besser. Ja, mein Camino heute. Ach, geh hier. Katzenfell wäre nicht schlecht, den Rücken zu legen. Mal schön fixieren. 420 Schritte. Läuft. Guck mal, ich gehe schon den dritten Tag rum. Die besser Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber. Ja, Nachbarn, der dritte Genesungstag. Nach dem Frühstück die Laune ein bisschen besser. Ich hab so einen Hals und so einen Kopf. Da laufen sie, die glücklichen Pilger. Die nicht. Espinosa. Waschmaschine läuft, aber es ist nicht meine. Ja, heute ein bisschen persönliches Gedöns. Hier mit Zabik auf Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Hustenfieber. Körperlich wie mental. Camino Burnout. Ja, draußen laufen sie vorbei, die Karawanen, die Pilgerkarawanen. Ja, abbrechen. Weiter mit dem Bus ein Stück. Das kannst du machen, nicht ins abwarten. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, dass hier eine Katze kommt. Was willst du denn? Hä? Da ist sie. Wenn dir einfach lang. Ja, willst du mitjammern oder Wenn was? man ein bisschen rumkommt, kann man sich auch mal vor die Herberge setzen. Prösterchen. Eine kleine Anmerkung hier in Casa Las Almas. Die Sabine kümmert sich nicht nur um die gesunden Pilger, kümmert sich fürsorglich um die kranken Pilger. Ja. Naja. 3 Tage hier, Cura hier in Espinosa. Casa Las Almas. Klare Empfehlung. So geht's doch auch. Unbedingt bleiben, das ist zu gut für die Erholung hier. Sabine, die beste Gastgeberin aller Zeiten. Dias, wieder ein bisschen spät aufgestanden. Sonne ist schon über den Berg gekratzt. Nee, besser. Hier, Dolor de Garganta. Ja, jetzt sitze ich hier immer noch vor der Herberge rum. In Espinosa. Dritter Tag. Oder vierte, weiß gar nicht mehr. Morgen. Morgen ist es so weit, dass ich weitergehen kann. Alberge, Campanas, La Campanas. Ich habe gehört, der Pepe ist ein Impfgegner. Abonas, Tachchen. Ich weiß ja nicht, was für ein Tag heute ist. Auf alle Fälle wieder nachts hier. Dolor Garganta, Halsschmerzen, Bokotos. Aber es wird besser. Hier in Espinosa, Casa Las Almas, der Sonnenaufgang. Ist die Katzenparade am Start? Ja, der Onkel lässt es mal krachen heute. 500 Meter wandern. Mal kurz vor hier bis zur Herberge von Pepe. Peregrinos, no, Da gracias. bin ich immer richtig vorangekommen hier. Gestern waren wir 550. 2 Kilometer. Ah, nicht gestern, vor 5 Tagen. 2 Kilometer in 5 Tagen. Ja, siehst du, hier kannst du Fußball spielen. Ja, Nachbarn. Ich denke, morgen gleich mal 3, 4 Kilometer in Angriff nehmen. Dann latsche ich So, auch hier in dann die noch. andere Herberge, in die Taberne. Kaffee trinken. Nett. Muss ich nochmal wiederkommen. Zarado. Ah, draußen ist zwar schön sonnig, aber windig. Da kann sich der Kranke noch nicht hinsetzen. Lieber drin im Tresen, weil hier, was hier wieder gezaubert wird. Nein, jetzt wollte ich mich hier gerade schön vor die Herberge setzen. Jetzt geht der einen Kaffee trinken und lässt den Trecker los. Hier, jetzt kommen die mit dem Pferd angeritten. Ja, aber das ja, wird doch bald wieder Zeit für die Sonnenbrille. Ja, sitzt hier in der Sitzecke, Beine hoch. So kann man gesund werden. Ja, so plätschert der Tag dahin. Ja, hier ein bisschen in der Sitzecke rumlungern und aufs Abendbrot warten. Das Perro, bisschen nah. Ja, läuft. Hier, was manche für einen schönen Transporter haben. Kick, hier gibt's spanischen Fußball. Heute wird mal auswärts gegessen. Es gibt Seehecht, Merluza. Ja, Spanisch gelernt, ich weiß zwar nicht, was das ist. Guajara. Oh, der Hustinettenbär eben noch in der Ein Kneipe. bisschen Abendhimmel kicken. Bisschen Husten, aber hier schön lecker Frühstück. Krankheitsgewinn nennt man das. Sonne auf. Und da oben hat einer die Schottlandfahne hingemalt.
neben den Mond. Da kommen die ersten Lampenpilger anmarschiert. Man hat mich bei der Pilgerpolizei angeschwärzt. Also ich hier nur im Bett rum. Wahrscheinlich muss ich meinen Pilgerpass abgeben.